Heute ist generell ein bisschen ein stressiger Tag. Wie wir das dann auch mit der Schwangerschaft und so durchziehen. Damit es richtig peinlich wird. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. They want the best of me now, best of me now, best of me now. Good morning! Seid ihr bereit für die nächsten 4 Monate Prep mit mir? Also ich bin auf jeden Fall bereit. Es ist richtig krass. Also morgen sind es quasi 18 Weeks out. Passt, wir haben gut Zeit, hoffentlich. Also ich hoffe, es läuft so gut wie letztes Jahr. Dann haben wir auf jeden Fall gut Zeit, aber man weiß ja nie. Und ich freue mich schon auf den Schock heute auf der Waage, weil wir haben die letzten 2 Tage richtig Gas gegeben. Also vor allem gestern, ich war zum Essen eingeladen. Das war so à la carte. Ich habe zuerst gedacht, das sind so Häppchen, aber es war dann so à la carte Essen. Und ich war mit meiner besten Freundin und ein paar anderen Freunden unterwegs und es war sehr lecker. Wir haben auf jeden Fall einfach alle noch Speisen bestellt, die es gegeben hat. Es war es auf jeden Fall wert. Und es hat ein fettes Steak gegeben. Es war so 300 Gramm Rump Steak mit 2 verschiedenen Beilagen. Und ja, auf jeden Fall fein. Und schaut mal, wie gut meine Haare einfach ausschauen. Ohne jegliche Arbeit. Einfach, weil ich so geschlafen habe. Das ist absolut der Game Changer. So, jetzt geht's auch auf die Waage. Schauen wir mal, was die sagt. Also ich sage, es ist jenseits von 75. Morgenroutine wie immer. Glutamin und Apfelessig. Und Meta Pro von Cardio. Weil daran wird es jetzt nichts ändern, dass ich mein Cardio eigentlich immer morgens erledige. Ich mag das einfach super gern. Dann startet man schon gut in den Tag. Ich habe jetzt eine Laufbahn zu Hause, was das Ganze deutlich angenehmer macht, dass ich nicht nochmal extra aus dem Haus muss und quasi ins Gym. Und ja, das finde ich jetzt einfach angenehm. Heute ist übrigens Beintraining. Da starte ich auch mit den meisten Kalorien. Es sind so roundabout 2000. Also wir haben jetzt eigentlich gemeint, wir fangen jetzt mal mit dem fast selben Plan an wie letztes Jahr. Weil der hat bei mir einfach richtig gut funktioniert. Vor allem, ich glaube, die ersten 7 Kilo sind mit dem letztes Jahr easy stetig runtergegangen und relativ wenig Cardio. Also Cardio ist immer was, was man aufhört, deswegen starte ich jetzt einmal mit 6x30 Minuten und einen Radkurs möchte ich auf jeden Fall die Woche machen. Macht das jetzt super gerne, so unser Cycling-Kurs ist quasi so ein bisschen Hit-Cardio-mäßig, aber mir macht das halt richtig Spaß und ich habe gesagt, das würde ich gern jetzt mal so beibehalten. Jetzt habe ich noch genug Energie und Power und ich glaube, ja, schadet mir auf jeden Fall nicht. Und ja, ich freue mich einfach schon mega und ich hoffe, ihr begleitet mich die nächsten 4 Monate, so wie letztes Jahr. Und es ist richtig schön, so einen tollen Support hinter sich zu haben. Und ja, ich bin einfach motiviert, wie ihr merkt. Ach Gott, ich bin jetzt echt gespannt, so wie ich reinkomme heute. Also vom Mindset her bin ich einfach zu 100% da. Wirklich so richtig, okay, halt das Vollgas. Und die letzten Trainings waren auch einfach nochmal also meine Trainings waren alle gut, aber die letzten waren nochmal richtig, richtig heftig gut. Und ja, heute ist generell ein bisschen ein stressiger Tag. Stressige Tage sind, was Essen angeht, immer gut, weil Stress ist Ablenkung. Auf jeden Fall bin ich heute bei meiner Geschäftspartnerin wegen meiner Marke alles zu finalisieren. Und ich habe super viele Coaching-Erstgespräche, weil jetzt vor der Prep nehme ich jetzt noch ganz wenig Mädels auf. Und dann ist halt Aufnahmestopp während der Prep, weil das. Also, ich möchte mich dann natürlich auch aufs Coaching konzentrieren, aber halt das nicht übertreiben und mehr auf die Prep konzentrieren können. Genau. Und ich freue mich schon auf die Calls und auf die Bestellung, was wir halt noch machen werden. Und aufs Weintrinken. Aufs Cardio freue ich mich jetzt nicht. Es ist irgendwie immer so Überwindung, da sich aufzustellen. Aber wenn man dann drin ist, dann funktioniert das. Übrigens, weil ihr wegen dem Meta Pro mich schon gefragt habt,
das kommt zurück, als gerade ausverkauft und es kriegt einen neuen Namen, weil das einfach so verwirrend ist für alle. Also das heißt dann Diet Support, weil das ist ja für erhöhten Stoffwechsel, für weniger Heißhunger und so weiter. Und bezüglich Heißhunger hilft mir das zum Beispiel viel mehr wie das Meta Plus. Beziehungsweise vom Meta X halte ich ja nicht so viel. Das habe ich auf Insta schon mal erklärt. Genau, also ich weiß jetzt nicht, wann das wiederkommt, aber ich hoffe bald. Und sage euch dann auf jeden Fall auch Bescheid. Also es wird auf jeden Fall mein Diätpartner. Vielleicht baue ich dann Meta Plus zusätzlich ein, weil ich kombiniere das auch gern. Also das trinke ich weiterhin noch sehr gern. Und ja, ihr seht, ich laber jetzt voll viel, weil ich mich vom Cardio verbinde. Nein, brauche ich nur so ein paar Minuten, dann bin ich auch wach. Und dann habe ich Bock. Let's do this! Cardio time! Cardio erledigt! Und ich richte jetzt schnell meine Haferflocken her. Habe dann eben ein paar Calls, währenddessen werde ich den ziehen lassen. Doch habe ich jetzt 55 Gramm. Und Flohsamenschalen kommen natürlich dazu. Und Flavin Tasty. Ich mache mir heute mal wieder mein Omelette. It's the comeback. Und deswegen kommt kein Proteinpulver dazu. Morgen vielleicht dann wieder anders. Mal schauen, wie ich das machen plan. Nur ich wollte heute nicht irgendwas umrechnen. Und so kann ich ja variieren im Plan quasi. Genau, welche Sorte nehmen wir? Ich glaube, ich habe Lust auf was Fruchtiges. Wir nehmen Wildberry Cheesecake. Und wie ihr wisst, siebe ich mir meine Stückchen immer raus. Ein gut gehäufter Löffel. Ich habe jetzt schon voll lange mehr keinen Brei ohne Proteinpulver gegessen, weil jetzt da habe ich eigentlich immer das Vegane verwendet. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie das schmeckt, weil ich schon lange nicht mehr gekocht habe. Aber sicher alle, weil die ganze Prep überhaupt so gemacht. Und ja, die beeilen jetzt und wir sehen uns dann mal frühstücken. Ich bin aus der Übung geraten bei meinem Omelette, weil es mir jetzt einfach anpickt. Setz doch. Also es wird kein perfekter Pancake wie sonst immer. Morgen bemühe ich mich dann mehr. Aber dafür schaut mein Haferbrei gut aus, oder? Das sind übrigens die Stückchen vom Wildberry Cheesecake Flavin Tasty. Wenn ihr es noch nicht habt, ihr braucht es. Bis Mittwoch gibt es 20% auf alles. Also das ist die beste Aktion. Und die hat es jetzt schon 10 Wochen nicht mehr gegeben. Also, deckt euch ein, weil ich weiß nicht, wann es das wieder geben wird. Ja, ich bin schon voll aufgeregt wegen später, also wegen meinem Geschäftstermin. Meine Freundin, mit der ich... Akku war gerade leer. Also ich wollte sagen, meine Freundin, mit der ich meine Marke gemeinsam gegründet habe und mich quasi unterstützt, ist gerade hochschwanger. Und ich glaube, es ist einfach in den nächsten 1 bis 2 Wochen so weit. Also ich bin schon voll happy und aufgeregt mit ihr gemeinsam und wie wir das dann auch mit der Schwangerschaft und so durchziehen. Aber ich habe vollstes Vertrauen in uns, dass wir das alles schaffen werden. Was ich jetzt noch sagen will, es gibt bei ESN jetzt da Biotic Pro. Das ist ein Probiotikum mit, wie viel sind jetzt nochmal drinnen? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich glaube, es sind 15 Milliarden Bakterien. Ich schaue auf jeden Fall nochmal nach. Und wenn ihr Probleme irgendwie habt mit Blähbauch, mit Verdauung, dann würde ich auf jeden Fall mal dem einen Versuch geben. Ich habe jetzt ja wegen der Nasen-OP länger Antibiotikum nehmen müssen. Und nach dem Antibiotikum sollte man das auf jeden Fall 3 Monate wieder nehmen, weil Antibiotikum zerstört einfach leider auch die guten Bakterien in eurem Körper und eben Darm. Und bis sie das alles wieder so aufbaut und bis alles wieder gut ist, dauert es schon seit Zeit. Also die nehme ich jetzt jeden Tag und was Sinn macht, dass ihr es mit Flohsamenschalen gemeinsam nehmt, weil Flohsamenschalen sind ja Präbiotika, also Nahrung für diese guten Bakterien und somit könnt ihr das quasi noch besser verwerten und ernährt die auch gleich gut. Mein Handy leitet einfach die ganze Zeit schon. Ja, genug gelabert, auf jeden Fall Herzensempfehlung, mir hilft es auf jeden Fall. Wenn ihr es schon probiert habt, könnt ihr mir gerne Feedback geben und ich lasse es mir schmecken. Aber wenn meine Eierspeise verhaut ist. Aber morgen haut es hoffentlich besser hin. Mahlzeit. Hello! Also, Termin war sehr gut. Wir haben jetzt alles finalisiert. Und jetzt kann die Vicky beruhigt ihr Baby bekommen. Vielleicht nächste Woche oder übernächste. Ja, und bin schon aufgeregt. Ich kann euch ja bald schon dann das Launch-Datum von meiner Marke sagen.
Und jetzt habe ich gerade noch ein paar Calls gehabt und aufgeräumt und Check-ins gemacht. Und jetzt richte ich mein Pre-Workout her. As usual, Himmelkau. Post-Workout gibt es auch Himmelkau. 50 Gramm jeweils. Heute ist nämlich Beintraining. Und irgendein Flavor Tasty kommt da dazu, weil ich mache mir, glaube ich, Eis oder trinke dann ein Isoclear. Weil die neue Isoclear-Sorte ist ein Träumchen. Schmeckt wie Apfelsaft. Jetzt habe ich mich entschieden. Einmal Black and White Vanilla. Und einmal Butterkeks. Das passt perfekt in mein Himmeltau. Und nächsten Freitag ist übrigens gleich Formcheck mit dem Stefan. Weil er hat mir gerade vorhin geschrieben, ob ich nächsten Freitag kommen kann, weil er will ein Booty Workout mit mir und Jules filmen. Das heißt, nächsten Freitag sehe ich ihn dann einmal wieder live mit Formcheck und wir können gemeinsam Booty trainieren. Wird auf jeden Fall lustig. Mit der Jules habe ich das letzte Mal in Vegas trainiert. Also wir haben uns jetzt auch letztens nur kurz gesehen, weil sie auch unterwegs war. Aber das wird auf jeden Fall sicher hart, aber cool. Ich freue mich schon. Ich habe jetzt auch lange mit dem Stefan nicht trainiert, deswegen. Übrigens für 50 Gramm Himmeltau nehme ich immer 300 Milliliter Wasser, so ungefähr, oder halt Gramm. Das passt eigentlich perfekt. Okay, 350 passt auch. Multitasking-fähig bin ich halt auf jeden Fall. Da. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher war. Ich bin übrigens jetzt schon hyped für mein Beintraining heute. Ich werde euch, habe ich mir gedacht, auch mitnehmen. Ich hoffe, es ist nicht zu viel los. Aber eigentlich ist es mir egal. Ich habe mir jetzt nämlich so ein Ansteckmikro gekauft, damit es richtig peinlich wird. Aber ja, dann kann ich euch noch besser durchs Training mitnehmen. Und ich hoffe, es funktioniert. Genau, mal wieder in die Technik investiert. Und jetzt erzähle ich euch von meinem coolen Plan. Mein Auto ist bald rosarot. Mehr soll ich nicht. Mit meinem Firmenlogo. Es wird so cool. Ich bin einfach schon richtig hyped auf meine Marke. Deshalb muss das einfach sein. Ich wollte immer schon ein rosarotes Auto. Ich weiß noch nicht, ob ich mein ganzes Dach auch rosa mache, weil ich habe einen Opel Adam und aktuell ist er beige und Dach oben weiß. Aber ja, jetzt weiß ich auch noch nicht, ob es so knallpink, neonpink, pink wird oder eher ins Rosamäßige. Ich bin noch voll unentschlossen. Es soll auf jeden Fall richtig knallen. Jetzt habe ich meine Lieblingsfarbe schon verraten. Na, das wisst ihr eh schon, aber wie cool ist das bitte, wenn ihr ein rosanes Auto mit meinem Firmenlogo habt? Eieiei, in Graz wird mir auf jeden Fall jeder gleich erkennen, weil Graz ist eigentlich nicht so groß. Ich glaube, es gibt da auch kein zweites rosarotes Auto. Und mein Prep-Buddy hat mir gerade geschrieben. Ich habe nämlich jetzt zum ersten Mal eine Freundin, die mit mir gemeinsam preppt. Und sie ist aus Graz. Das ist richtig cool. Also, so macht die Prep sicher nur mehr Spaß. Tadada, alles fertig. Wir haben Raffaello Protein-Eis. Das hat es so gut. Ich glaube, ich habe schon lange nicht alles sign away. Boah, das funktioniert nicht mit einer Hand. Leer gemacht. Habe ich auf jeden Fall aber gleich gestern noch bestellt. Und mein Himmel doch. Mit Beeren. Insgesamt habe ich 150 Gramm Beeren. Und die haben mir jetzt quasi aufgeteilt. Bisschen weniger im Pre-Workout und die anderen fürs Post-Workout und eben mein Eis dazu. So, Laptop ist jetzt zugeklappt. Ich habe gerade ein Rezept hochgeladen und zwar von einem Proteinbrot. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen und noch machen. Das war echt mega gut und so richtig fluffig und knusprig zugleich. Look at that. Habe ich auf Insta hochgeladen. Und ja, ich mache mir jetzt auf dem Weg ins Training. Ich fühle mich gerade ein bisschen müde. Das war bei mir immer, wenn ich so lange vor dem Computer hocke. Deswegen gibt es jetzt auf jeden Fall Crank Focus Pro. Den Booster spiele ich echt sehr, sehr gut. Crank Pump Pro nehme ich
vor dem Beintraining nicht, weil der Booty Pump tut mir sonst so weh, dass es schon ungut ist. Also für Oberkörpertrainings nehme ich immer kein Compro, aber für Booty eigentlich nicht. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Im Training gibt es EAAs und Cluster-Dextrin. Am Beintrainings halt. Genau. Ich freue mich schon und hoffe, ich kann mitfilmen. Ich will euch nur nicht so viel versprechen. Oi, 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 oi. Ich bin echt gerade müde. Aber Energy wird mir gleich helfen. Yay! Diät startet und die ist schon wieder Kaugummi. Ich habe da echt ein Problem mit Kaugummis. Mein Spitzname ist Violet von Charlie und die Schokoladenfabrik. Kennt ihr die? Die nervige, was immer Kaugummi kauft. Und so. That's me. Und ich habe euch noch gar nicht meine coolen Nägel gezeigt. Das ist so Chrome-Style. Das ist so Pulver, das wird eingerieben. Und ich finde es einfach cool. Das ist mal was ganz anderes. So, see you at Leg Day. Bye! So Leute, ich nehme mich heute in meinem Beintraining mit. Wir zerstören heute gemeinsam unseren Booty. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein hartes Training. So Freunde, ich hoffe, ihr versteht's mir. Ich habe jetzt mein Mikro angeschlossen und ich zeige euch jetzt meine neue Lieblingsübung. Und zwar die Hypers mit dem Ding, das ist der Glutam Raise. Ich spüre es einfach nochmal viel intensiver damit. Ich habe es eigentlich immer so gemacht und kann es euch sehr empfehlen, dass ihr das mal ausprobiert. Ihr werdet starten mit einem Aufwärmsatz. Generell gelten da dieselben Dinge wie auch bei normalen Hyper-Extensions. Heißt, ihr dreht die Füße nach außen, schaut, dass ihr da eine schöne Range habt und kontrahiert immer die Glutes dabei. Also wie gesagt, zuerst mal einen Aufwärmsatz und dann werde ich 3 Dropsätze machen, also mit Gewicht und dann reduzieren. Das brennt so sehr. Es tut aber. Ob Leute sich halt denken für Selbstgespräche. Und Leute, Booty Pump schon nach 2 Sätzen ist garantiert. Ich werde halt gar keine Hip-Thrust machen, weil ich jetzt eben die Übung mit einer Hüftstreckung mache. Ich mache danach dann auf jeden Fall RDLs und probiere einen Split Squat an der Smith-Maschine. Die liebe ich derzeit auch sehr. Das bedeutet auf jeden Fall stärker zu werden. Und dann wird es sehen, was ich sonst mache. Aber auf jeden Fall dauert es nur Ansatz. Nur mal ein Muskelversagen versagen. Und da braucht man alles für Gewicht, wie ihr seht. Vor allem Anfänger lernt die Übung lieber zuerst einmal normalen Halber. Und macht das dann erst da, weil das ist deutlich schwieriger, was eh logisch ist, weil ihr ja komplett gegen die Schwerkraft arbeitet und das quasi in 45 Grad schwer zu kriegen. Ja. Und immer schön Pausen nehmen. Ich sehe das immer wieder bei Mädels, die gar keine Pausen machen. Wenn ihr Hip Thrust oder so macht auf Maximalkraft, dann brauche ich auch mal 5 Minuten. Und es ist auch okay. Also, letztes Satz. Wir machen weiter mit RDLs. Ich habe jetzt schon 2 Aufwärmsätze gemacht und mache jetzt wieder die 40. Schauen wir mal. 10 Wiederholungen sind sicher drin.
So, gut. Satz 2 waren jetzt noch einmal 10 Wiederholungen. Und jetzt mache ich noch 2 leichte Sätze, aber vorher wieder aufs Leben drauf kommen. Schießt dann immer so aus dem Leben. Und ich freue mich auch voll gerne in Schutzquads. Yay, wir machen weiter mit Schutzquads. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin so nett. Wieder gesteigert, by the way. Konzentration drauf, dass ihr schön euch nach vorne lehnt mit dem Oberkörper und auch die volle Range macht. Und ja, ich sitze jetzt eh, wie ich es mache. Währenddessen kann ich leider nicht mitreden. War gut. Keine Ahnung wie viele. Aber war gut. Halleluja. Wer nach der Übung keine Sterne sieht, macht auf jeden Fall was falsch. In solchen Momenten ist man einfach dankbar für diese Carbs da drinnen. Alter Leute. Zweites Bein habe ich jetzt geschafft. Jetzt kommt der gleiche Schatten. Aber alles geht im Booty, alles geht. Die nächste Übung macht euch einmal sicher gar keinen Spaß für alle, die sagen, sie spielen Kickbacks nicht im Glut. Die sind jetzt für den oberen Glut speziell. Ich zeige jetzt einfach mal, was wir machen. Und zwar, wir stellen das Standbein leicht schräg auf, dass es nach innen zackt. Die Erhöhung ist wichtig, ihr könnt eine Scheibe nehmen oder so. Da jetzt wirklich fest fixieren, also ihr steht leicht schief von der Hüfte her. Und ihr zieht jetzt da leicht zur Seite. Geht jetzt aber nicht die ganze Bewegung nach unten, sondern macht so Pulses. Immer 3-mal. Also 3 Wiederholungen und dann wieder eine ganze. Puls. Da könnt ihr nämlich keinen Schwung holen und das brennt einfach irgendwas im Blut. Und wenn nichts mehr geht, macht sie normale Wiederholung. Letzte Übung für heute ist Beuger liegend und ich mache 2 schwere Sätze normal, auch bis 10 und einen Rest-Pause-Satz, weil dann ist euer Beuger so richtig geroastet. Nicht so lustig. So, wir zerstören heute unser Booty, aber so richtig. Restpausesatz am Beuger ist das Schlimmste, was ihr ungefähr machen könnt. Wir nehmen ca. 80% von unserem Arbeitsgewicht von davor und machen so viele Wiederholungen wie gehen. Atmen 5 Sekunden durch, bleiben aber quasi in der Spannung drinnen und machen weiter. Wieder so viele wie gehen, wieder 5 Sekunden Pause. Ihr werdet es jetzt eh gleich sehen. Also, let's go. Der Schmerz ist der allerschlimmste. Eins, zwei, drei, vier, let's go. Eins, zwei, drei, vier,
2, 3, 4. Wenn gar nichts mehr hochgeht, ist Ende. Es brennt so sehr. Beintraining geschafft für heute. Das war mein harmloseres Beintraining. Aber ich bin echt komplett fertig. Und ich merke auch, durch das Essen gestern habe ich nicht so die Leistung, wie wenn ich normal gegessen habe. Also ich habe jetzt extrem verbrauchte Einlagerung und das spüre ich auch im Training so. Und dann läuft den Bauch jetzt von gestern. Aber ja, ist okay. Training war ansonsten gut. Das Wichtigste jetzt in der Diät ist, die Gewichte beizubehalten, also nicht schwächer zu werden. Wir wollen unsere Muskeln halten und Fett verlieren. Deswegen finde ich immer diese Frage so dumm. Trainierst du in der Diät anders? Nein, Leute, man sollte auf keinen Fall anders trainieren. Das Training ist immer dasselbe, nur dass ich nur mehr anstrengen muss quasi. Keine Ahnung, woher dieses dumme Missverständnis kommt, dass man in der Diät irgendwie mit mehr Wiederholungen und leichter trainiert. Das wäre einfach nur dämlich. Weil dann verliert sie genau die Muskeln, die ich gerade aufgebaut habe. Jo, danke, dass ihr dabei wart. Ich bin mir schon ein bisschen peinlich vorkommen, muss ich sagen. Mit dem Mikro. Vor allem, weil das die ganze Zeit leichter, das ist voll auffällig. Ich habe doch das Weiße ist nicht so auffällig wie ein Schwarzes. Aber es leichtet die ganze Zeit. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback und würde es da öfter machen. Und freue mich jetzt auf meinen Himmel, der mich zu Hause schon erwartet. Das ist voll komisch, mein Fitbit hat irgendwie den Geist abgegeben oder spinnt, keine Ahnung, sie hat ja auch einmal ausgeschaltet. Und seitdem lässt sie sich nicht mehr verbinden. Ich muss jetzt nochmal schauen, weil sie lässt sich schon wieder einschalten, aber eben nicht verbinden. Wenn die jetzt kaputt ist, finde ich es voll nervig, weil es ist irgendwie ungewohnt, wenn ich nicht weiß, wie lange ich jetzt trainiere. Ich meine, eigentlich ist es eh egal, aber es ist einfach komisch, wenn man es gewohnt ist. Und auch wie viele Schritte eben auch, finde ich jetzt halt schwierig, weil wenn es halt jetzt so mehr ist als normal oder weniger als normal, ist halt blöd zu bewegen. Aber ja, ich bewege mich jetzt ja nicht extra viel oder extra wenig oder so, aber im Laufe der Diät tendiert man halt schon dazu, deswegen, falls sie kaputt ist, muss ich mir wohl eine neue anschaffen. Wobei, ich glaube, ich habe sogar noch Garantie drauf, die ist noch nicht alt. Ja. Wie ihr merkt, sie braucht Essen. Ich bin ganz hinten. Das Back home. Gut, dass mein Himmel da schon wartet. Ich sag's euch, komplett geh. Keine Ahnung, was. Dieses Gefühl nach dem Beintraining, dass man sich einfach so leer fühlt und komplett fertig ist. Es ist normal. Auf jeden Fall gibt es jetzt zu meinem Himmel da dazu Bananenmilch, Protein, Eis. Ich liebe diese Sorte. Und mein Himmel da mit Erdbeeren. Schaut mal, wie perfekt der ausschaut mit den Vanilla. Black White Vanilla Keksstückchen. Also die Keksstückchen in Black White Vanilla schmecken wie Oreos und der Geschmack vom Vanilla Flavor schmeckt einfach wie original, so richtig authentisch nach Vanille. Also es ist echt richtig, richtig gut. Und ja, ich habe nur mit Lorenz telefoniert und ich freue mich einfach wirklich sehr auf mein Post-Workout. Es ist übrigens schon richtig spät, ich ärgere mich ein bisschen, weil mein Meal-Timing heute nicht so on point war, eben weil ich so einen Stress gehabt habe. Aber ist halt jetzt so. Und ich habe mir echt vorgenommen, nicht so spät vorm Schlafen zu essen. Also so spät vorm Schlafen, so früh vorm Schlafen. Seht ihr, ich kann nicht einmal reden mehr. Ja, normalerweise ist sie auf jeden Fall kurz vorm Schlafen gehen. Und ich wollte mir das eigentlich angewöhnen, dass sie nicht so spät raus ist, aber das wird heute auf jeden Fall fehlschlagen. Das weiß ich jetzt schon. So, die letzte anderthalb Stunden, die letzten anderthalb Stunden am Computer gearbeitet, Check-ins gemacht von meinen Mädels. Ich bin so stolz auf alle, ich sag's euch, das ist einfach so schön, denen nicht nur bezüglich Ernährung und Training zu helfen, sondern auch was so Mindset und Selbstzweifel angeht und dieses ständige auf die Waage, sie zu versteifen. Einfach so Dinge, die im Leben jemandem weitergeben kann. Das ist total ein schönes Gefühl und ich bin richtig glücklich, dass sie das
Projekt jetzt doch so groß angegangen bin, weil es mich einfach wahnsinnig erfüllt. Und auch wenn ich oft um 12 Uhr abends noch da sitze und Coaching-Nachrichten und so weiter beantworte und egal welche Uhrzeit, die Mädels können mir immer schreiben, es stört mich nicht, wisst ihr, was ich meine? Also ich bin jetzt auch schon gespannt, wie es mir dann in der Prep und so damit geht. Also jetzt am Anfang wird mir das noch nicht stressen, aber ich denke zum Ende hin halt schon, weshalb ich jetzt auch gesagt habe, okay, ich werde dann über die Prep niemanden neuen mehr annehmen. Aber jetzt habe ich gesagt, okay, ein bisschen Kapazität habe ich noch und es machen ja einige Mädels bei mir diese Summer Challenge und die sind ja dann mit Juni, Anfang Juli alle fertig und da fallen ja dann auch einige weg. Wenn ich dann merke, okay, es geht doch noch was, kann ich ja sagen, im Sommer, ich nehme doch wieder ein paar an. Aber es ist einfach total schön. Wollte ich echt nur sagen. Ja, ich werde mir jetzt gleich meine nächsten zwei Meals fertig machen. Es gibt dann zweimal Huhn mit Gemüse und Kartoffeln werde ich mir machen als Kohlenhydratquelle. Habe irgendwie heute Bock drauf und ja, von dem her, es ist jetzt eh schon echt spät. War das jetzt kein Problem heute vom Hunger her? Also ich müsste jetzt gerade nicht einmal essen, aber ich weiß, okay, ich soll jetzt essen. Und das ist auch gut so. Und das sagen mir immer die Mädels im Coaching so, wow, ich esse jetzt auf einmal viel öfter. Ich bin aber immer gesättigt, habe keine Fressattacken mehr, keine Heißhungeranfälle, weil man einfach mal seinen Körper zur richtigen Zeit das gibt, was er braucht. Und eben nicht nur zweimal am Tag isst oder so. Also das merke ich ja bei mir, das ist totaler Scheiß, wenn man nicht regelmäßig zum Essen kommt. Ja, duschen muss ich auch noch gehen. Eventuell gehe ich Haar waschen, weil meine Haare leben schon wieder. Von Trockenshampoo. Aber es ist so krass, wie das gut haltet mit den Locken. Also ich habe die ja nur mit dem Ding über Nacht gemacht. Absolut null mit Hitze bearbeitet. Das ist so arg, wie es einfach ausschaut, dass dann noch ein Training. Bin jetzt auch mit den Extensions richtig happy, die ich bei Laif gekauft habe. Weil die sind so nicht sichtbar quasi. Und Leute, heute ist schon wieder Monatstag von meiner Nase. Zweiter Monatstag. Es ist noch immer ultra angeschwollen. Also die Spitze ist jetzt schon ein bisschen weicher. Ich tue euch mal näher daher. Aber seht ihr jetzt schon einfach den Unterschied, wie hoch sie jetzt ist? Weil meine Nase war früher circa da. Also es ist schon krass. Also ich finde vor allem von der Seite sieht man es jetzt schon richtig schön. Ihr habt mich selten von der Seite gesehen früher, weil ich es einfach ungern gezeigt habe. Von vorne habe ich es nicht so schlimm gefunden, aber eben von der Seite habe ich meine Nase immer schon so sehr gestört. Und ich bin einfach wirklich so glücklich, dass ich das gemacht habe. Nächsten Monat habe ich dann meinen ersten Kontrolltermin quasi. Wie gesagt, dann ist es glaube ich mit der Schwellung wieder besser, aber ich merke jetzt wirklich, es wird von Woche zu Woche besser und der Doktor hat ja gesagt, es dauert wahrscheinlich ein Jahr, bei mir halt bestimmt so lang, weil die Spitze dauert immer am allerlängsten und da haben wir bei mir am meisten gemacht und wie gesagt, ich merke einfach, das ist alles noch richtig hart, das heißt, das Ganze da unten wird auch noch weggehen und es wird alles ein bisschen geformter werden und oben wird es glaube ich auch noch minimal schmäler, wobei da haben wir ja nicht so viel gemacht, weil ich wollte ja, dass das jetzt nicht so ein Baby-Stupsnäschen wird, sondern einfach zu mir passt und es ist echt von allen so positiv aufgenommen worden, also auch von meiner Familie und alle sagen einfach so, schaut gut aus, du schaust nicht fremd aus oder so und das war ja eben meine Angst, weshalb ich so lange das nicht machen wollte. Ja, auf jeden Fall bin ich froh. Und werde auch demnächst dann mal ein Q&A dazu machen. Also wenn ihr jetzt schon irgendeine Frage habt oder so, dann kommentiert sie einfach. Ich werde dann alles sammeln und dann, wie gesagt, rein das Video dazu machen, weil ich doch da extrem viele Fragen dazu kriege. Und ja, sie gefällt mir wirklich mit jedem Tag besser. Ich habe es auch nie so gehabt, dass ich mir gedacht habe, so, ich schaue jetzt fremd aus oder anders, so wenn man sich selber in den Spiegel schaut. Es ist immer so schön, wenn ich jetzt ein Foto von mir mache oder so, weil es mir einfach nicht stört. Es ist jetzt egal, so von welcher Seite ich mich fotografiere oder wie ich immer. Und es gefällt mir einfach so. Also ich bin jetzt echt happy. Weil ich finde vor allem,
Also im Aufbau hat meine Nase nicht so krass gewirkt. Ich finde vor allem, wenn man sich jetzt so Wettkampfbilder oder so von mir anschaut oder wenn ihr mein Gesicht anschaut, so kurz vor Wettkampf in alten Videos, wo mein Gesicht dann halt schon so ultra schmal war, da war die Nase noch viel dominanter, finde ich, als sie ja jetzt war. Weil jetzt habe ich halt meine Böckchen. Die werden aber bald verschwinden. Ich habe echt immer so krasse Bäckchen im Aufbau. Beziehungsweise halt, wenn ich nicht auf Diät bin, aber das geht dann relativ schnell weg. Ja. Ich habe gar keine Lust zu kochen. Ich gehe halt auf jeden Fall nur in die Badewanne. Weil das tut mir immer bezüglich Regeneration voll gut. Und jo. Erster Diättag war dann definitiv mal kein Problem. Also das sage ich jetzt noch, vielleicht vor dem Schlafen dann auch. Aber wie gesagt, ich habe derzeit einfach so viel zu tun. Und ich finde so ein geregelter Alltag und einfach eine Ablenkung ist das Beste halt in der Diät. Weil wenn man so im Arbeitsmodus ist, dann denkt man gar nicht irgendwie dran, irgendwas zu essen oder so. Also wie ihr seht, ich bin schon wieder am Kaugummi kauen. Aber ich weiß nicht. Also ich finde, das ist einfach voll wichtig und ja, dann bin ich gespannt, was die Waage morgen sagt. Ich glaube, ich werde morgen schon irgendwie einen krassen Drop haben, weil wie gesagt, diese 76, wie viel waren es? 76, glaube ich, 0,05. Das ist ja jetzt nicht wirklich das Ausgangsgewicht, weil ich war ja eigentlich schon so auf 64 in letzter Zeit. 74, wow, ich kann nicht einmal mehr reden. Verstehen, wenn ich auf 64 wäre. Ach Gott. Übrigens, mein Ziel, wenn wir es hinkriegen für Bühnengewicht heuer, wären schon so 60 Kilo vielleicht. Schauen wir mal, ob wir dort hinkommen. Weil das Ding ist, von vorne war ich eigentlich schon fertig letztes Jahr mit 62 Kilo oder so. Aber von hinten halt nicht. Und zum Ende hin habe ich eigentlich nur meine Muskulatur verloren, weil ich ja hormonell so scheiße aufgestellt war, was ich weiß. Nachher, wo ich die Regel verloren gehabt habe und dann wird man immer schwächer und fühlt sich immer schlechter und so weiter und so fort. Also, wenn ich mit 60 Kilo auf der Bühne stehen würde oder auch 59, wäre das richtig krass. Mein lowest weight letztes Jahr waren, glaube ich, 57 ungeladen. Ja, aber schauen wir. Weil ich habe auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Das sehe ich selber auch. Und jeder, der es mir sagt, so ganz minimale Veränderung. Letztens habe ich von der Seite ein Seithebe-Video gepostet und anschreibt mir auf Insta, war so krass, wie definiert jetzt eigentlich dein Beuger schon ist. Das war noch nie in meinem Leben so. Und da bin ich einfach richtig stolz. Aber wir werden sehen, wie das alles wird. Wenn der Speck weg ist. Ich bin auch schon richtig gespannt auf nächste Woche, ne? Training mit Stefan und Farmcheck und so weiter. Wir filmen übrigens für den ESN-Kanal. Genau. Ich werde mir jetzt erstmal mein Cola Zero gönnen. Ich versuche meinen Zero-Getränkkonsum nicht zu hoch zu schrauben. Das war am Ende echt schon viel zu hoch. Und dieses Zero Slivia von Moa. Ich habe gefühlt jede Sorte da. Ihr könnt es ja bei Fitmart mit meinem Code bestellen. Aber Capri Orange ist mein Favorite. Und mein Topfen für später werde ich mir dann auch gleich vorbereiten. Und die nächsten Tage werde ich dann einfach mal ein Full Day of Eating mit allen genauen Mengenangaben sagen. Wie ihr seht, mit mir braucht man halt nicht mehr viel reden. Und mein Buch werde ich weiterlesen. That's the plan for tonight. Also auf entspannt. Essen ist fertig und ich habe mir jetzt auch Tee gemacht. Und zwar mein Lieblingstee. Der da, da will noch ein bisschen Honigkäse dazu. Dann gibt es 2 Portionen Kartoffeln. Das ist eine Portion davon. Dann haben wir Fisolen gemacht in der Mikrowelle. Für Portion 1 und zur Portion 2 gibt es dann ein bisschen frisches Gemüse. Das brate ich noch mein Kokosöl an. Und mein Hühnerfrischier, das habe ich im Airfryer fertig gemacht. Das ist auch für beide Portionen. Also muss man dann nur eine Portion Kartoffeln machen. Und meinen Topfen für später habe ich mir auch schon fertig gerichtet mit White Chocolate Flame Dish. Zeige ich euch dann später.
Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich fange mit einer neuen Serie an. Meine beste Freundin hat mich genötigt. Manifest heißt die. Also ich bin 20, Mann, ich muss die unbedingt anschauen. Bin ich sehr gespannt. Und es ist jetzt für mich wieder sehr ungewohnt, so wenig Gemüse zu essen. Also ich habe jetzt 150 Gramm pro Portion. Es ist eigentlich okay. Aber ich habe im Aufbau teilweise mehr gegessen. Ich liebe halt Gemüse, wie ihr wisst. Aber es ist okay. Und für die Verdauung auf jeden Fall gut. Oh, ich liebe dieses Hühnerfrischette, ich sag's euch. Das ist so geil. Yay! Ja, also ich mach's mir jetzt vom Fernseher gemütlich. Ups. Mein Hund ist gerade aufgefallen. 3-Sekunden-Regel. Traumhaft. Und Gewürze. Auf jeden Fall ein bisschen Käsegewürz. Wenn ihr das noch nicht daheim habt, ihr braucht das einfach. Ihr braucht das, wirklich. Es ist so arg, einfach nur 2 Gramm von dem. Und es schmeckt einfach, als hätte ich Käse drüber gestreut. Und die Werte sind echt krass. Kann ich sehr empfehlen. Könnt ihr auch bei Feedmart bestellen mit meinem Code. Und Knobelicious und Roasted Onion kann ich euch auch sehr empfehlen. Und das habe ich mir neu bestellt. Na, das ist nicht das. Das Kräutersalz finde ich auch sehr, sehr cool. Das ist nicht so typisches Kräutersalz, sondern seht ihr es? Das ist richtig viel Kräuter und wenig Salz quasi. Also total besonders. Und ein bisschen Chili gebe ich auch immer über meine Mahlzeiten drüber. Also so Chili-Salz. Ich finde, wenn es ein bisschen spicy ist, dann isst man irgendwie weniger. Oder nicht, man isst weniger, aber man ist schneller gesättigt und ist langsamer, finde ich vor allem. Yes. Ich freue mich jetzt richtig drauf. Und lasst es mal schmecken und der Serie schauen und dann die zweite Mahlzeit essen. Und zeige ich dann nur mal meinen Topfen. Und dann gute Nacht. Ich mag nicht mehr reden. So, ich habe gesagt, jetzt zeige ich nur meine Nightwalk. Ihr müsst euch dieses Mandelmus holen. Es ist so heftig. Es ist mit Kokos, also Mandelkokos. Aber komplett ohne Zucker. Und seht ihr, die Konsistenz ist also perfekt. Schön flüssig. Es gibt 30 Gramm. Das finde ich noch besser. Und ich bat's gerade alles voll. Und mein Chocolate Flavor, das die lieben wir sowieso. Derzeit übrigens 4 für 3 bei Foodist. Wenn ihr es haben wollt, das ist limited. Ich würde mir einfach 4 von dem holen. Ich kann es euch zu 100% empfehlen. Habe da schon 2 von dem leer gemacht. Ja. Und dort gilt auch mein Code Eva immer. Und in dem Sinne jetzt, good night.